dass Husky-Fans reiselustig sind, das ist in der Eishockeyszene bekannt. Dass aber am Samstagabend um 21 Uhr 500 Husky-Fans in Herford auflaufen, das ist schon bewundernswert. Somit wurde das Auswärtsspiel in Herford zu einem Heimspiel für die Kassel Huskies. Die in der Saison noch ungeschlagen in Nordhessen treffen an diesem Abend auf den 10. Platzierten der Liga. Herford der klare Außenseiter in dieser Partie. Und das wurde auch gleich in der 3. Minute deutlich unterstrichen. Ein herrlicher Sololauf von Jiri Mikesch und ein Handgelenkschuss ins lange Eck. Das 0:1 war damit perfekt. Von Herford war im 1. Drittel nicht viel zu sehen. Nur einmal hatte die Husky-Abwehr das Nachsehen. In der 10. Minute läuft Jeff Keller allein auf Adam Ondracek im Kassler Tor zu. Ondracek bleibt in diesem Duell aber der Sieger. Kassel hatte im 1. Drittel Chancen über Chancen, die sie aber nicht in Tore ummünzen konnten. Das änderte sich dann aber im 2. Drittel. Mit einem Hammerschlagstoß von der blauen Linie markiert Alexander Engel in der 30. Minute das 0:2 für die Huskies. 2 Minuten später klingelt es dann abermals im Kasten der Ostwestfalen. Andrei Kostreev vollendet nach geschicktem Zuspiel vom Alexander Heinrich zum 0:3. Das 0:4 der Schlittenhunde war in Vorbereitung, Vollendung und Timing lehrbuchhaft. Ein perfekt getimter Pass vom Kapitän der Huskies auf Michael Christ und Goldie Lammers im Herforder Gehäuse hatte keine Chance, den Puck in der 40. Minute zu halten. Und nur 9 Sekunden später sind dieselben Protagonisten vom 0:4 für das 0:5 verantwortlich. Das war dann am heutigen Abend nun die endgültige Entscheidung. Mit 0:5 ging es in den letzten Spielabschnitt, in dem die Kassel Huskies in der 47. Minute durch einen Schlagschuss von Sven Valenti mit 0:6 das halbe Dutzend dann vollmachten. Jamie Bartman, der Coach der Kassel Huskies, mit der Leistung seines Teams an diesem Abend hochzufrieden, der den Herfordern den Ehrentreffer gegönnt hätte. Möglichkeiten dafür gab es einige. In dieser Szene verhindert Alexander Engel einen Alleingang von Jeff Keller. Hier hätte es eigentlich Penalty geben müssen, anstatt 2 Minuten wegen Beinstellens. Dann hat in der 50. Minute der Mob seinen großen Auftritt. Volker gibt wieder einmal alles. In der Schlussphase der Partie hatten beide Teams noch Chancen, das Ergebnis zu ihren Gunsten zu verbessern. Das nötige Zielwasser hatten beide Teams nicht getrunken. Der Favorit ging mit 6:0 gegen den Herforder e.V. völlig verdient an diesem Abend vom Eis. Bevor die Kassel Huskies aber das Eis verlassen, wird mit den besten Fans der Liga dieser Sieg noch gebührend gefeiert.